Hallo hier bei Johannas Land hier Mundküche. Heute geht es um diese super Plätzchen, denn heute stempel ich euch was. Wir brauchen für diese Art von Keksen irgendeinen festen Keksteig, der sich ausrollen lässt. Und wir brauchen an Gegenständen für unsere Kekse mit dem Keksstempel wieder eine Teigrolle, Blech, Backpapier und Messer zum Kekse von der Tischplatte eventuell zu lösen. Diese Keksstempel, die macht man halt hier so drauf. Das ist auch das Einzige, was bei mir hier aus Silikon sind, diese Stempel, glaube ich, ist. Ansonsten habe ich alles, was Kunststoff betrifft und so weiter, aus meiner Küche verbannt. Also wenn ihr eine Idee habt oder eine Adresse für mich habt, wo ich diese Teile kunststofffrei herbekommen kann, das können auch fertige Stempel sein, muss ja noch nicht mal so zum Auswechseln sein, dann schreibt es mir bitte, weil das würde ich wirklich gerne auch noch aus meiner Küche irgendwann verbannen, wenn es eine Möglichkeit gibt. Gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, ihr teilt euch jetzt hier eine Kugel ab, beziehungsweise ein Teil ab und formt es zu einer Kugel. Und drückt es mit dem Handrücken ein wenig flach, den Stempel draufsetzen und die Prägung einstempeln. Hier steht jetzt gut Lack drauf. Das könnt ihr jetzt mit dem Messerrücken, so mache ich es dann immer, einfach lösen und legt es so auf euer Blech. Dann habt ihr einen schön ausgefransten Keks. Dann könnt ihr aber auch den Teig ausrollen. Nun könnt ihr dabei gehen, könnt hier den Stempel draufsetzen, stempeln und jetzt würde ich gleich den Ring oben drüber setzen und alles ausstechen. So habt ihr einen schönen, gleichmäßig dünnen Teigling mit geraden Rand. Das ist jetzt so Geschmackssache. Ich persönlich mag diese lieber. Es ist natürlich auch ein Unterschied zu sehen in der Stärke der Kekse. Also wenn ihr sie denn dünner haben möchtet, beziehungsweise entscheidet euch pro Blech für eine Variante, sonst sind die zu schwarz und die noch nicht gar. Da ich die ausgefransten lieber mag und dieser mir hier auch zu dick ist, werde ich jetzt den ganzen Teig einfach nochmal kneten und fange von vorne an. Auch diese Kekse gehen jetzt bei 175 Grad in etwa 10 bis 12 Minuten in den Backofen auf die mittlere Schiene. Wow, wunderschöne Kekse geworden. Kommen jetzt hier auch aufs Blech bzw. aufs Gitter, damit sie von unten abkühlen können. Und schön knackig werden. Mega, Kekse, Kekse, Kekse. Mein zweiter Vorname ist Krümelmonster. Hier habe ich meine Lieblingshaferkekse und auch nicht mehr mit Weizen, sondern mit Dinkel gebacken. Die können gar nicht groß genug sein, da kann ich mich wirklich jeden Tag dran verfressen. Dann habe ich hier ausprobiert Dinkelkekse, reine Dinkelkekse und Dinkelkekse gestempelt. Warum sind jetzt diese Kekse wieder so groß? Ich habe ja in diesem Video gesagt, ich möchte gar nicht mehr so große Kekse haben. Ja, von meinen Lieblingskeksen ist das, ne? Keine Frage, die können gar nicht groß genug sein.
Aber diese Kekse hier, die möchte ich verschenken. Und zwar bekommt in meiner Familie jeder so einen Keks. Hier steht halt drauf Homemade oder Good Luck oder ups, irgendwas war immer hier noch. Weiß ich jetzt gerade nicht. Handmade, glaube ich. Handmade steht auch mit drauf. Und deswegen sind diese Kekse so groß, weil jeder aus meiner Familie nur einen so einen Riesenkeks davon geschenkt bekommt. Den bekommt er auch nicht verpackt, den bekommt er einfach so überreicht. Weil Verpackung verschwenden möchte ich dann auch wieder nicht. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Ausprobieren der Kekssorten. Also hier habe ich den Link für euch für die Haferkekse hier oben nochmal und auch die Butterkekse. Ja, probiert euch aus, schreibt mir, wie es funktioniert hat. Und nochmal, wenn ihr irgendwo in Erfahrung bringen könnt oder irgendwas wisst, wo ich diese Stempel in kunststofffrei oder silikonfrei herbekomme, her mit der Adresse, bitte, bitte. Ich würde die gern echt aus meiner Küche verschwinden lassen. Macht's gut. Tschüss.